10. Mai. Endlich hat es geregnet. Dreck und Abfälle wurden von den Bürgersteigen gespült. Ich arbeite bis zur Erschöpfung. 6 Tage in der Woche, von abends 6 bis morgens 6. Oft hänge ich noch 2 Stunden ran. Manchmal arbeite ich auch an 7 Tagen. Das ist ein verdammter Schlauch, aber es hält mich in Trab. Pro Woche verdiene ich zwischen 300 und 350. Wenn ich die Uhr abstelle, schaffe ich noch mehr. Das ist mein Leben und ich schreibe es auf in Zeilen extra large in 16 Bars. Für jeden, der den Shit hat und jetzt wissen will, wer ich bin. Mein Name ist Lord Gauss und Rap ist anders, wenn ich fertig bin. Geboren in einer Kleinstadt, die mich fast vereist hat. Wurde ich zum Battle-Rapper, der die besten Action-Lines hat. An mich geglaubt hat keiner, denn die Drogen machten mich kaputt. Körperlich down, zerfiel ich dann beim letzten Deal. Lag 2 Wochen wie eine Leiche in einem Badezimmer. Trieb den ganzen Shit raus, weil die Nation Hits braucht. Kämpfte ich mich durch den ganzen Berg des Writings. War wie vergewaltigt, hab so viel bezahlt. Ich hab bereut, dass ich jemals an einem Bomben gezogen habe, hab bereut, dass ich jeden besten Freund betrogen habe. Ich bekam die Quittung, 14 Tage voller Depression und musste durchgeschwitzt und fertig unter Quarantäne wohnen. Ich bin Lord Gauss und ich übernehme Deutschland. 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 Yeah, und ich komm wieder hoch, stemme 80 Kilo, mach mich wieder hart und werfe Pfeile auf den Schwanz Bushido. Hass wird stärker, Kraft wächst weiter. Ich werd zum besten Texteschreiber. Knalle mich mit fetten Beats voll bis zum Erbrechen. Flow jeden Tag 3 Stunden, um mit Hip-Hop abzurechnen. Breche den Kontakt ab zur Außenwelt und schreibe weiter. Die Skills im Flow und im Texte steigen immer weiter. Doppelreimketten in 2 Wochen einstecken, den dopen Style checken und es so ins Mic rappen. Dass jeder Motherfucker in dem Rap-Game weiß, dass ich der King bin und sie Rapper nach nur einer Line am Friedhof wiederfinden. Schlage wie Stallone und trainiere für ein Knockout, das dazu führt, dass ich nicht mal Vin Diesel in den Block traue. Ich weiß, dass ich mit dem Texte Flow und das verbinde, was die Leute wollen, und schraub den Rap in das Gewinde. Ich bin Lord Gauss und ich übernehme Deutschland. 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 Ich bin Lord Gauss und ich burn euch, Motherfucker. Du kannst mir nicht kommen, ich kicke dich mit meinen Füßen und klappe dich in deine Mauer und sage dir, du bist der rotigste Vogel im Game und ich bin's halt. Die Reinkarnation eines totgeglaubten, aufgestauten Urgesteines, wahren Rap und Prosa laufen. Wer kann mir kommen, schick mir 50.000 Battle-Rap und Längen, besser bin ich und versenke in jedem Battle-Treffer. Yo, hier der Typ aus der abgefuckten Kleinstadt, der beste Battle-Rhymes hat und du bist der einpackt. Übergeiler, überfetter, Überstyle mit Überketten, Übertexte aufschreiben und es nochmal drüber rappen. Ich bin die Gatling aus Rap, wenn ich Tracks bring. Du nur ein hektisches Dreckskind, das Backstreet. Ich hab trainiert und boxe dich jetzt mit nur einer Allein-K.O. Erste Klasse Cypherflow und du bist gescheitert, ho. Hier Rap-Zitan aus der Asche aufgestiegen, fette Punches aufgeschrieben und mich packt keiner.